Und dann switchen wir nach dieser Folge. Switchen wir jetzt zum eigentlichen Spiel. Und das heißt Hearts of Iron 4. Nur kein Sound, ne? Ah, ist er schon da? Mensch, it's magic. Ich hab keinen Sound. Man hört keine Musik, Krabbe. Ich höre nichts. Ich bin schwerhörig. Ja, man hört ein bisschen Musik, oder? Passt schon. Achso. Tschüss. An alle, die das Video von 2016 angeschaut haben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ganz vergessen, dass es ja ein Video ist. Au. Er ist wieder reingekackt. Digga! Digga, jetzt einfach Neville Invasion sein Urgroßvater. Was ist das für ein Scheiß? Ja, wir kommen zurück zu Kaiserreich. Wir sind im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Gegen die Third International und das Moscow Accord. Verbündet mit uns die Ente, der Reichspakt und sonst keiner. Ne? Norwegen mag mich. Ja, stimmt, die sind in der Ente mit drin. Ne? Bürgerkrieg in den USA rennt immer noch. Aber der große Game Changer, könnte ich mir vorstellen, ist der Kriegsbeitritt von Österreich. Die United States of Great Austria. Greater Austria, sorry. So, die sind nämlich Ende letzter Folge noch den Krieg beigetreten und werden jetzt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, die italienischen Truppen, die ja mit dem Krieg sind, die werden die Ah, die sind noch den Krieg mit Italien. Ah! Please, oh, help. Please help, Österreich. Okay, wir müssen jetzt irgendwie, euch schicken mal kurz dorthin. Ja, was wir damit machen, weiß ich noch nicht. We need immediate support. Und schicken euch dann einmal kurz dorthin. Ah, Tomate ist da. Gerade da ist Deadpool geht. Hau rein, PRG. Du hast 2016 verpasst, ja. Gerade eben, vor 5 Sekunden waren wir fertig. Also, was kann ich denn hier eigentlich alles so machen? Achso, das ist ja dieses interne. Dieses interne Cheat-Tool von der Kaiserreich-Mod. Wie ich es jetzt einfach mal nenne. Bring back order. Hä? Hätte ich denn das gemacht, wenn ich gar nichts mache? Was mache ich aktuell? Was ist mein Fokus aktuell überhaupt? Army Training. Was Interessantes noch? Naval Bases. Convoys. Wir bräuchten mehr Ressourcen eigentlich. Aber Ressourcen bekomme ich keine. Oh, doch, hier, Grain and Steel. Oh, das ist nice. Das ist richtig geil. Das machen wir doch gleich mal. Plus 50% Population und so ein Krams. Das klingt sehr nice. Und jetzt seid ihr... Ja, perfekt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Italien richtig leiden wird. Genauso wie ich hier leide, weil meine Truppen da sterben. Aber wie gesagt, da kann ich nicht helfen. Da sind wir leider etwas ungünstig überrannt worden. Aber na gut, da müssen wir jetzt halt leider durch. Die Verluste müssen wir in Kauf nehmen. Niederlande haben wir bis heute leider nicht erobern können.
Aber ich hoffe, dass jetzt doch eben... Ja, Österreich macht sofort Stress. Sehr gut. Österreichs Kriegsbeitritt hier. Hat sofort massive Auswirkungen auf Italien. Unwahrscheinlich langfristig auf Frankreich. Das ist auch das, was ich will. Wirst du später auf YouTube anschauen? Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Dass Griechenland den Moskau-Akkord beigetreten ist, ist in etwa so unerfreulich wie dein Zeugnis die letzten 6 Jahre. Nämlich sehr unerfreulich. Sind wir jetzt hier echt zurückgepusht worden? Ist aber nicht so cool. Gucken, dass wir das kurz zurückerobern. Das Hauptproblem ist eigentlich diese völlig unnormale Luftüberlegenheit. Also ich weiß auch nicht, wo die diese krasse Luftüberlegenheit herziehen. Muss ich gestehen. Okay, die Russen machen jetzt hier natürlich auch Faxen. Weil wir hier schon mal Memel direkt erobern können. Gucken, dass wir den Russen da ein bisschen die Luft zum Atmen abschnüren, hätte ich mal gesagt. Hallo Glubberer. Du hast auch Werbung gemacht. Wie, du hast Werbung gemacht? Wo hast du, was hast du gemacht? Wo hast du Werbung gemacht? Ich hasse die Feinde. Ja, es ist... Jetzt haben wir da Luftüberlegenheit, aber... Bringt mir hier aktuell nichts. Schicken wir mal die Jungs lieber dort mit hin, unterbinden damit französische Luftüberlegenheit. Oh, danke schön für die ganzen Ausrüstungsstückchen, die ihr mir dazu schickt. So, jetzt haben wir ein bisschen Luftüberlegenheit. Ein seltenes Ereignis, aber ein gern gesehenes. Und Österreich hat es sofort geschafft. Ah, sehr gut. Also das ist schon mal ganz gut, dass Österreich auf alle Fälle schon mal große Teile von Norditalien einnehmen konnte. Vielleicht schaffen sie sogar noch weiter vorzustoßen. Venedig ist gefallen. Und vielleicht pusht Österreich langfristig sogar nach Frankreich vor. Was ja auch sicherlich für uns sehr nützlich wäre. So, es ist natürlich da dann alles rot. Es ist egal, wie du schiebst und drehst. Es ist immer alles rot den ganzen Tag. Aber solange natürlich ein Großteil unserer Produktion für diese Anti-War-Chassis, nicht Anti-War, Inter-War-Heavy-Tank-Chassis drauf geht, also für die schweren Panzer, kannst du ja nichts machen. Du hast Werbung für die YouTube, für die YouTube-Aufzeichnung machst du Werbung, also hast du angeschaut? Das ist gut, ja. Werbung anschauen ist immer gut. Moment, du kannst gar keine Werbung anschauen, da gibt es gar keine Werbung auf meinen Highlights. Ach, ich bin lost. Das ist übrigens kritisch, weil ich habe da überhaupt keine Truppen, um das abzuwehren, wenn da Naval Invasions kommen. Möchte ich nochmal nebenbei erwähnt haben. Bereit zum Ausrücken. Schauen wir mal kurz. Dass wir hier vielleicht kurz die Naval Invasion abwehren komplett. Das dürfte ja nicht so schwer werden. Ich denke nicht, dass die Russen da stark genug sind. Ausrücken. Haben die keine Organisation? Doch, haben sie. Aber irgendwie sieht das so komisch. Nee. Ne, die haben keine Orga. Hä, warum denn nicht? Was ist denn das? Ist das ein Bug? Dass sie da keine Orga haben? Sehr komisch. Macht immer direkt kalt. Sehr gut. Können wir uns jetzt nämlich direkt der Verteidigung dieser Gebiete hier zuwenden. 9 Divisions will er haben. Kriegst du? Gut, wichtig erstmal, dass wir da die Naval Invasion abgewehrt haben. Und was hier passiert ist, sieht an sich auch nicht so toll aus. Ich habe ja eigentlich nur meine Truppen hingeschickt, um hier ein bisschen Unterstützung zu leisten. Es war vielleicht nie geplant, dass die den ganzen Tag auf den Sack bekommen, ne? Oh, shit. Verlieren unschön viele Truppen. Aber Österreich-Ungarn... Ah, scheiße. Ah, scheiße. Serbien ist dem Krieg beigetreten. Zusammen mit Rumänien. Ja, das ist hier ein... Ach, mit der ersten Nachricht. Ah, jetzt verstehe ich.
zu viele Schauplätze aktuell. Zu viele Schauplätze. Eigentlich müsstest du auch die Front hier wieder verstärken. Da fehlen ja auch schon wieder irgendwie Leute. Wir schicken dann nochmal die Jungs dort mit hin, einfach um die Front nochmal aufzufrischen. Hoffen wir mal, dass Rumänien dem Ganzen nicht standhalten kann langfristig. Bulgarien sieht auch nicht so toll aus. Mann, 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 Mann. Das ist hier ein Trauerspiel. Französischen Offensivbemühungen können wir abwehren. Die Offensivbemühungen gegen die Niederlande hauen eh nicht rein. Hallo Robin, grüß dich. Rumänien ist dem Moskau-Akkord beigetreten. Ja, komm. Wir treten euren Kriegen sehr gerne bei. Dänemark ist neutral, ne? Ja. Die mögen mich sogar ein bisschen. Ja, das Problem ist natürlich jetzt, Ukraine und Polen dürfen sich natürlich noch um eine extra Front kümmern. Und Bulgarien bekommt erstmal auf die Fresse. Was ist eigentlich mit den Osmanen? Wir können, ja, die können relativ wenig machen. Ah, die haben schon Volunteers geschickt. Also die haben schon Freiwillige geschickt zu unserer Unterstützung. Das Öl ist halt das allergrößte Problem, ne? Das Einzige, was wir importieren können ohne Strafen, ist über den Iran. Aber der Verbrauch ist viel zu hoch, den wir haben. Wir bräuchten viel mehr Öl. Aserbaidschan können wir noch traden. Ah, jetzt hat's. Sehr gut. Natürlich wichtig, dass du eigentlich genug Treibstoff hast, auch wenn wir da natürlich jede Menge Zivilfabriken für opfern müssen. Ah, die haben die Front hier wieder gedingst. Sehr schön. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber wir lassen das jetzt mal kurz sein. Aber es ist auf alle Fälle schon mal sehr wichtig, dass das geklappt hat. Und machen hier Ambusher rein. Weil wir eher defensive Sachen brauchen an der Stelle. Auch hier. Verteidigen vor allem gegen Russland. Wobei wir jetzt aktuell hier auch ein bisschen angreifen scheinbar. Österreichs Offensive ist schon wieder zum Erliegen gekommen. Schade, ich hatte echt mir mehr erhofft von den Österreichern. So, es sieht mir nicht so aus, ob hier irgendjemand Luftunterstützung hat. Okay. Ah, nee, das klappt nicht. 486 Flugzeuge. Nee, die haben schon wieder Überlegenheit mit drin. Das ist so ekelhaft. Ja, und das mit den Agenten. Wie gesagt, bin ich eher wirklich gar kein Freund mehr von. Ich finde es mit den Agenten scheiße, dass die so schnell alle irgendwie gefangen. Jetzt aktuell nicht, aber vorhin wurden die alle in Sekunden gefangen genommen. Das fand ich ja sehr unchillig. Also. Ach, geht nicht. Wir haben keinen Widerstand. Ja. Kollaborationsregierung vielleicht mal. Keine Ahnung, ob das jemals was bringt oder ob das jemals funktioniert. Weil ich nicht weiß, wie das mit den Franzosen aussieht. Aber mal gucken. Und wir haben wieder 10 politische Macht bekommen. Ist irgendwas, was wir noch machen können? Police Crackdown. Solidify Control. Ne, da gibt es eigentlich nichts, was wir treiben könnten gerade. Mittelafrika unterstützt uns hier da. West East Indies Federations möchten noch nicht Angriffspakte. Ne, sagt das macht jetzt auch keinen Sinn dann. Was sind denn die Fighter? Das Problem ist, was ist dann passiert? Wir brauchen Aluminium. Irgendwas fehlt immer. Aber zum Glück haben wir so viele nette Trading-Partner. Brauchen wir unbedingt mehr Flugzeuge. Flugzeuge sind das Hauptproblem. So, das Chaos in Rumänien. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, das könnte auch dazu führen, dass wir die Truppen da, oder dass Österreich quasi irgendwann wegbricht als Verbündeter wieder. Das heißt, mein Versuch, da einen neuen Verbündeten oder einen starken Verbündeten zu bekommen, könnte quasi nach hinten losgehen. Bereit zum Ausrücken. Ja, ich bin nicht bereit.
Das heißt, was wir machen ist, wir versuchen jetzt unter anderem auch Truppen hierhin zu schicken und die Front zu stabilisieren. Weil ihr seht es ja, dass die da alle ein bisschen Probleme haben generell. Sind auch blaue Truppen. Stimmt, ich vergesse das die ganze Zeit, dass ich da auch blaue Truppen hingeschickt habe. Brauchen wir auch wieder Infanterieausrüstung. Ey, es scheitert einfach an allem, das ist so schlimm. Panzer hingegen können wir eigentlich noch weiter runterfahren. Dann können wir halt, wie gesagt, dafür jetzt ein bisschen mehr Infanterieausrüstung produzieren. Support Equipment fehlt auch. Ja, mal gucken. Kriegen auch noch so viele Leute, schicken mir Sachen. So, die ganze Welt produziert eigentlich gefühlt nur für mich aktuell. Dänemark. Auch relativ interessant eigentlich, ne? Dänemark. Gibt's doch so gar nicht. Lower Germany wäre hier, aber da sind wir über Lauf gestellt. Bereit zu kämpfen. 1400 feindliche Fighter, 1800 Supporter. Nächste Naval Invasion. Aber die haben keine Häfen. Deswegen juckt das erstmal überhaupt nicht. Was haben die eigentlich für eine hässliche Flagge? Union of Britain. Achso, kommunistische Flagge. Die Kommunisten. Ohne Ausrüstung. Ja, ja. Nicht Antwerpen erobern. Wenn die Antwerpen erobern, ist ein Problem. Das müssen wir unterbinden. Dürfen auf keinen Fall Antwerpen erobern. Allein schon, dass sie Gent haben, ist ein Problem. Oh, United, Alter. Wie großherzig sind denn die United States heute zu uns? Wie viel die uns schicken gleich? Vor allem, die sollten nochmal sich selber helfen. Die sind doch selber im Arsch. Ne, warte mal. Die haben mir das geschickt, oder? Oh. Und die sind leider mit allen im Krieg. Nicht so gut. Keiner macht Rückzugslinie zur Küstenbewachung. Völlig unnötig. Muss nur die Häfen verteidigen. Also du hast dumme Verbündete wie wir. Okay, die gehen drauf. Jeder schickt mir Sachen. Sogar mein Großvater schickt mir alte Ausrüstung von sich vor 20 Jahren. Klingt wie heute Made in Germany, aber 80% kommt von sonst wo und wurde nur in Deutschland zusammengeschraubt. Sozusagen, ja. So. Diese mal los. Dann geht ihr noch mit nach Gent, dass wir da Gent mal jetzt noch loswerden wieder. Sehr gut, haben wir das Ganze wieder aufgeräumt. Da versuchen sie jetzt noch Middelburg zu erobern, aber es klappt auch nicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass unsere Unterstützung hier in Österreich was taugt, dass wir hier unsere Truppen hinschicken. Kriegt noch mehr Truppen, keine Sorge. Weil ich langsam aufpassen muss, weil unser Truppenlimit bald erreicht ist. Wieso nicht so viele Truppen? Hä? Ich habe 18 Truppen, um die komplette Nordküste abzudecken. Das ist doch nicht viel. Tomate, was rauchst du denn schon wieder? Jetzt fehlt schon wieder ein Gummi. Ey, ich werde noch zum Papst, ey. Aber interessant, German East Asia braucht angeblich keine Konvois, um mir das Zeug zu liefern. Finde ich schon mal cool. Das wird langsam besser. 6 pro Tag von den Flugzeugen. Hawaii seeks to buy Destroyer. Ja, meinetwegen. Soll ich meine Flotte? Die wird repariert oder was? Ja. Hier hat sich alles entspannt. Russland hat relativ wenig Truppen da, ne? Vielleicht doch mal versuchen, ein bisschen Russland unter Druck zu setzen? Steht doch. Ich krieg das aber nicht hin. Shift plus Klick, and then Shift.
Dass das immer nicht funktioniert, gell? Was mache ich falsch? Jetzt, schau, dann geht's wieder. Wir greifen jetzt trotzdem mal gegen die Russen an. Wir schauen mal. Weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die Russen so krass stark sind. An ihrer Front aktuell. Wir schauen mal. Ich meine, auch kleine Gebietsgewinne wären Gebietsgewinne. Jedes kleine Gebiet, was wir einnehmen oder erobern, wäre gut. Haben die ein bisschen vorgepusht oder täuscht das aktuell? Bisschen weiter vor. Aggressive. Der ist schon aggressive. So. Warum canceln die ihr Landlease? Boah, geil. Allein Ukraine. Was ist denn mit denen? Wie viele Sachen die mir schicken? So ehrenhaft einfach von denen. Ohne Witz. Jetzt haben wir noch Grain and Steel freigeschaltet. Pacify Spain. Ja, nichts mit Frauen. Keine Frauen, auf keinen Fall. Warum kann ich das nicht machen? European Exchange Program. Oh. Ich hab den falschen Weg gewählt quasi. Na, braucht man nicht, glaube ich. The oil must flow. Ah. Da ist es doch, das Öl. Alle haben Mitleid mit Deutschland, ja. Unserer peinlichen Leistung hier. Aber Österreich hat trotz allem... Oh Gott, Österreich hat aber ein bisschen Probleme. Wollte gerade sagen, Österreich hat trotz allem ja ein bisschen Progress gemacht, aber nicht so wirklich. Was ich überlege, ob wir nicht vielleicht sogar... Mein Österreich wird ja schon alleine klarkommen da. Dass wir erstmal gucken, dass wir Serbien kaputt bekommen. Hätte ich irgendwie gerade mehr Lust drauf. Wir haben zwar relativ schlechte Truppen. Aber dennoch. War Propaganda. Klingt erstmal ganz gut. Gebietsgewinne? Ja, machen wir auf alle Fälle. Wir pushen die Russen gut zurück. Haben wir schon einige Gebiete verloren da. Österreich, Balkan, baltische Staaten. Das ist ein Problem. Die baltischen Staaten brauchen eigentlich mir gar nicht auf den Sack gehen. Warum haben die Macher nicht Deutschland-Ost-Ansprüche gültig gemacht? Haben sie nicht? Also, oder meinst du, warum Deutschland nicht Polen besitzt oder ähnliches? Ich meine, das ist ja alles als Untertanenstaaten, ne? Das sind ja quasi Vasallen. So, das langt mir jetzt auch. Wir haben jetzt mal ein bisschen auf alle Fälle den Russen kurz gezeigt, wer der Boss im Ring ist. Wir haben den Russen dadurch auch ein bisschen Gebiete geklaut, ein bisschen Fabriken genommen. Kurz mal gucken bei Russen. Russian Republic. Ja, haben denen ein bisschen was genommen. Leider nicht so viel, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, aber... Auf alle Fälle gut, trotzdem den Russen mal ein bisschen gezeigt zu haben, wer Boss im Ring ist und auch... Die Finnen scheinen mir da relativ eindeutige Absichten zu haben. Okay, jetzt ist nur die Sache. Flugzeuge haben immer noch nichts. Aber immerhin der Mangel wird kleiner. Wenn man das positiv sehen kann. Also den Handel ein bisschen anpassen. Das weiß ich nicht, warum die das gemacht haben. Truppen verlegen. Schau mal, wir greifen mal an mit unseren Jungs. Wie gesagt, wenn Belgrad schon mal fällt und wir es schaffen sollten, Serbien rauszubekommen, das wäre schon mal eine große Hilfe. Die geht dorthin. Genau. Jede kleine Nation, die aus dem Krieg rausgeht, ist uns eine große Hilfe. Da ist auch nochmal ein Flughafen. Hallo?
Warum greift ihr da nicht mehr an? Ja, die Österreicher machen auch gleich mit, was ich sehr positiv finde. Wir brauchen eh keine Zivilfabriken, sagte er mit einem Lachen auf den Lippen. Er wird auch unser Truppenlimit, oder? Ja, nicht so wirklich. Ihr lasst es mal sein, geht mal mit nach Belgrad rüber. So, damit ist Belgrad schon mal weg. Aber für Serbien reicht es noch nicht. Aber wir haben jetzt zumindest hier schon mal gut die ersten Linien durchbrochen. Und Instant Deployment! Verstärkung ist unterwegs. 15 weitere Divisionen, die nur darauf warten, einzutreten in das Gefecht. Ich hasse das. Weiß nicht, ob die rechtzeitig ankommen. Ah, was haben die jetzt gemacht? Ne, war schon richtig. Okay, jetzt war ich mir gerade nicht sicher, weil die irgendwie von unten kamen. Was verteidigt ihr jetzt hier? Ihr solltet nur die Küste verteidigen eigentlich. Hallo? Verteidigt ihr die Küste oder verteidigt ihr die Küste nicht? Na gut. Ottoman Empire gibt's nicht. Venezuela. Kaukasus. Also bleibt mir nur Venezuela als Öllieferant. Okay, Gott sei Dank. In letzter Sekunde haben wir die Front da verstärken können. Serbien wird gerade völlig überlaufen von unseren heldenhaften Soldaten. Ich weiß zwar nicht genau, warum wir jetzt auf einmal eine Front gegen Rumänien haben, weil das war nie der Plan auf dem Papier. In der Praxis ja, auf dem Papier nein. Ich finde es schön. Das einzige Vorteil mit unseren ganzen Untertanenstaaten. Die pumpen uns so viel Ausrüstung in den Arsch. Eigentlich fast schon ein bisschen peinlich ist. Agent captured, Agent 6. Invade Denmark. Aha. Aber die haben Agent 6 gefangen genommen. Natürlich die Baguettes. Wer auch sonst. Mit der Spionage lasse ich es irgendwann ganz sein. So, Großoffensive der Franzosen, die klappt allerdings wie immer nicht. Hätte mich jetzt auch arg gewundert. Improved Equipment Conversion, das ist eigentlich ganz nice. Das ist übrigens, was hier passiert, sehr, sehr schlecht für die, na, hier für Rumänien und Co., weil ihr seht das ja, wenn die hier surrendern und wir auch Bulgarien retten können und Griechenland zu Fall bringen und Rumänien, dann haben wir so viele Truppen extra, die auch Österreich, Bulgarien und so nutzen können, um die anderen Fronten abzustecken. Deswegen versuche ich das jetzt hier auch gerade so aggressiv. Kriegen auch alle ein bisschen Erfahrung dazu. Haben sogar ein paar Truppen eingekesselt. Hm? Schau an, schau an. Das haben wir geschafft. Schicken wir euch wieder zu den eigentlichen Zielen. Ah, Ausrüstung haben wir genug, ne? Ah, wir haben aber nicht mehr genug. Was passiert, wenn ich über das Limit gehe? Total ist 227. Was passiert, wenn ich drüber gehe? Sterben dann alle meine Einheiten oder? Wie genau läuft das? Mal gucken. Unsere Angriffe mal ein bisschen stoppen. Bulgarien ist exiled worden. Hervorragend. Super toll. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ah, ihr war zu langsam. Mann, Mann, Mann. Ist auch lustig. Bulgarien verliert Sofia, surrendert direkt. Serbien verliert das halbe Land. Juckt's einfach nicht. Talk about Rassismus. Ich soll dorthin gehen, nicht oben irgendwo langlaufen. Das ist nur in einer Fort. Das geht noch. Tausender Flughafen. Hä? Bräuchte man nur noch ein Flugzeug, ja. Grand Battle Plan Doctrine. Stimmt, habe ich mich hierfür entschieden, ne?
Schon wieder ganz vergessen. Ace Generation Chance. Air Support Mission, das ganze Zeug mal machen. Verstärkt natürlich auch unsere Flugzeuge. Waren die schon immer hier vorgedrungen? Oder ist es... Oder ist es neu? Riga ist gefallen. Oh, shit. Ach, die mal mit ihren Naval Invasions. Das sind übrigens die Briten schon wieder gewesen. Aber Finnland macht aktuell ein bisschen Stress, was ich ganz cool finde eigentlich. Auch wenn es nichts daran ändert, dass das hier ein Problem ist generell. Weil wenn die aufpassen, kesseln die mich komplett ein. Oh, nicht euer Ernst. Was ist denn jetzt passiert? Die haben surrendered. Und jetzt haben die natürlich wieder... Das ist wirklich... Das ist eines der unlogischsten und dümmsten Systeme ever. Dass in so einem Fall dann auf einmal, weil dann alle Gebiete sofort abgegeben werden. Das ist so unrealistisch. Das ist so unlogisch einfach. Das ist so blödsinnig. Also wer sich das mit Paradox gedacht hat, mit einem Schlag ist dann alles weg. Das ist so dumm. Habt ihr jetzt deployed? Ich glaube, ich habe auch welche verloren, ne? Ne, habe ich eigentlich nicht. Steht das Limit nicht ganz. Ja, jedenfalls sehr, sehr frustrierend das Ganze jetzt da oben im Norden, weil ja, es ist halt dumm, ne? Es ist halt dumm. Sag mal, wie es ist. Es ist halt echt blöd, dieses System. Kannst jetzt quasi ja, gucken, was du machst. Ne, machst du anders. Mach mal anders, komm. Jetzt habe ich alle Befehle gelöscht, oder? Ja. Scheiße. Okay. Natürlich auch riskant ist, ne? Wenn du jetzt hier irgendwo zurückgedrängt wirst, kannst du wieder gucken, was du machst. Außerdem habe ich jetzt dummerweise alle Truppen ausgelöscht. Ach. Also alle Befehle aufgelöst. Machen wir das so. Und die Jungs hier, die blauen... Wie kann ich euch jetzt abwählen? Da, 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 da. Und das ist jetzt genau das Problem. Jetzt müssen wir erstmal das hier machen. Also nochmal die Front quasi. Und jetzt darf ich dann alle die auswählen, die abwählen. Und euch alle hier reinschicken und hoffen, dass jetzt da die Front nicht komplett kollabiert wegen dem Blödsinn, den ich jetzt hier gerade treiben muss. Die Kommunisten, ja, das ist ein bisschen eine Mischung aus... Es läuft etwas unglücklich eigentlich, weil das hier ist eigentlich der größte Abfuck. Weil die hier oben haben jetzt surrendert und jetzt hat Russland mit einem Schlag alle Gebiete bekommen und kesselt natürlich automatisch alle Truppen ein. Was totaler Blödsinn ist eigentlich. Das ist total unlogisch. Aber gut. Sage ich nichts zu. Weil, ja, das regt mich einfach auf. Na, jetzt haben sie hier natürlich schon wie erwartet. Haben sie hier die Nachschublinien schon durchbrochen. Die Verteidigungslinien schon durchbrochen. Das dachte ich mir schon. Deswegen löschen wir das jetzt doch nochmal. Kriegt halt wieder eure komische Front. Aber wie gesagt, Sinn macht es jetzt nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, das macht überhaupt keinen Sinn, was hier geschieht. Das ist sinnbefreit. Das triggert mich auch ein bisschen. So, wir sind über dem Limit. Ist also nicht so gut. Okay, gut, dann lassen wir das mal kurz sein. Hören auf, Truppeneinheiten zu rekrutieren. Okay. Venezuela hat unserem Deal noch nicht zugestimmt. Sollen sie mal machen jetzt aber hin, weil ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zu warten, bis sie diesem scheiß Deal mal zustimmen. Achtung.
Versuchen sie es nochmal gegen die Niederlande. Irgendwann müsste ja mal funktionieren. Was ist eigentlich hier los? So, da könnte man wirklich mal einfach vorstoßen hier. Weil die haben die Gebiete zwar bekommen, aber ich glaube, die Russen müssen selber erstmal damit klarkommen. Während die Franzacken uns hier jetzt immer weiter zurückdrängen. Sieht nicht gut aus, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Es sieht überhaupt nicht gut aus hier. Und das ist nicht, weil die Franzosen stärker sind. Nein, nein, nein. Das ist nur, weil die ekelhaft viel Luftüberlegenheit haben. Und wir immer weniger Flugzeuge aus irgendwelchen Gründen. Ja, jetzt fehlt's wieder an Aluminium. Hallo Österreich. Die sollen mir mal lieber Fighter schicken oder sowas. Die schicken mir jeden Müll. Hallo Zombie. Die schicken mir jeden Müll, außer den Müll, den ich gerne mal hätte, ne? Den schicken sie mir nicht. Können wir dorthin? Ja. Also zumindest mal Karlsruhe zurückerobern. Also das ist, dass die hier über den Fluss sogar rübergekommen sind. Das ist schon sehr unangenehm. Warum wir da nicht angreifen können, weiß auch keiner. Wo könnten die? Achso, die greifen schon. Ne, die werden angegriffen. Jetzt hat. Ich meine, wir haben ja an sich ein paar Truppen da. So ist es ja nicht. So, den Angriff konnten wir abwehren. Ah, das ist zu früh. Level Bomb macht auch keinen Sinn. Da könnte man zumindest mal bessere Produktionsboni freischalten mit. Hallo Hecki. Mal kurz dorthin. Bulgarische Divisionen sind eingetroffen. Hervorragend. Sie kosten jetzt bestimmt wieder meine Manpower oder irgend so ein Blödsinn, oder? Ja, dachte ich mir schon. Blödsinn. Ja, ich brauche ja trotzdem noch ein bisschen Ausrüstung für meine Einheiten, ne? Dass wir noch nachproduzieren quasi. Ausrüstung. Um unsere Verluste auszugleichen. Aber an sich weiß ich schon, was du meinst. Machen hier auf alle Fälle weiter Stress. Unterstützen jetzt nochmal die... Aber hier habe ich gar keine Offensive gezogen, ne? Apropos keine Offensive gezogen, genau. Das ist auch ein... Eigentlich ein Fehler, den ich jetzt hier auch immer noch mache. Dass ich immer noch keine Offensivlinien gemacht habe, um die Offensivboni mitzunehmen. Aber immerhin haben wir Karlsruhe wieder erobert. Und wir stoßen sogar weiter vor hier, oder was? Oder wo läuft der jetzt gerade hin? Hä? Weiß nicht, wo irgendwo laufen die hin. Ich weiß aber nicht, wo. Mal hier ein bisschen den Schwerpunkt hinsetzen. Läuft das immer noch? Das läuft noch. Das würde ich ja gerne mal abbrechen irgendwann, aber funktioniert nicht. Auf nach Russland mit. Huch. Was supportet ihr? Na, die schicken mir ein bisschen Close Air Support. Das ist aber sehr freundlich. So, jetzt hat. Sehr gut. Öl sind wir sogar voll. Aha. Obwohl ich überhaupt nichts importiere aus Dingenskirchen aktuell. Aber gut, wir lassen es so weiterlaufen. Lieber habe ich zu viel Öl als zu wenig. Während uns die Franzosen jetzt schon wieder zurückpushen. Diese hässlichen Zeitgenossen. Eieiei. Nicht angreifen. Winter 42, Russland kalt. Ja. Es ist auch erst Winter 41. Deswegen geht das noch. Ihr greift auch schon an, ja. Wo ist er denn überhaupt? Er ist hier, naja. Wundert eigentlich, dass sie es noch nicht geschafft haben, uns hier einzukesseln.
Muss ich wirklich sagen, das wundert mich schon, dass sie es dann noch nicht geschafft haben. Überall anders haben sie es ja auch schon geschafft. Ach, das sind immer noch die... Hä, ich dachte, ich habe die schon irgendwo hingeschickt. Oder sind es schon wieder neue Divisionen? Hä, ich krieg die ganze Zeit neue Divisionen. Hört mal auf mit dem Scheiß jetzt. Night Fighter Detection, Air Mission Efficiency. Air Support Mission, Carrier Night Penalty. Ah, was für Carrier? Ach Gott, ich bin so blöd. Ich habe doch gar keine Carrier. Ich dachte, das ist Flugzeuge. Keiner will ein zweites Stalingrad. Ich sag mal so, wir pushen gut gegen Russland, davon mal abgesehen, ne? Einzige, wo es pushen nicht so gut läuft, ist gegen die Serben. Die haben ja Bulgarien gekillt. Seitdem haben wir jetzt hier den nächsten Frontstillstand. Unerfreulicherweise. Unter Beschuss. Überleg halt, auf unsere Luftwaffe hier zu scheißen. Und die einfach kurz dorthin zu schicken und zu gucken, ob wir Serbien kaputt bekommen. Ehrlich gesagt, weiß nicht, ich hab gerade mehr Bock drauf. Weil irgendwie die Franzosen da sollen es machen, was sie wollen. Das ist ein hoffnungsloser Kampf, aber vielleicht können wir die Bulgaren, die Serben, aus dem Krieg nehmen. Das wäre schon mal eine gute Sache. Japan justified gegen Germany. Also wenn Japan auch noch gegen uns in den Krieg zieht, dann war es das endgültig, glaube ich. Ich finde es eigentlich, ich finde es auch wirklich relativ faszinierend. Also muss auch mal die Briten haben ja die größte Luftwaffe, ne? Die haben, also ich versuche das in Relation zu setzen. Die haben 67 Militärfabriken und die Briten sind diejenigen, die komplette Luftwaffe eigentlich stellen, größtenteils. Also Britannien ist das mit der größten Luftwaffe. Wie schaffen die das mit so wenig Fabriken, so eine fette Luftwaffe aufzustellen? Auch Frankreich hat nur so wenig. Wir haben das Doppelte, also wir haben mehr Factories als die beiden zusammenfasst, aber schaffen es nicht, so eine Luftwaffe aufzustellen. Auch Österreich hat mehr Fabriken an sich. Finde ich schon faszinierend eigentlich. Muss ich denen schon irgendwo auch meinen Respekt zollen für die Leistung? So. Jede Menge Close Air Support. Bringt trotzdem nichts. Auch irgendwie ein bisschen das Problem, dass wir keine Versorgung haben. Das kommt auch noch mit negativ dazu. Die KI hat allgemein einen höheren Factory Output. Es sind die auch noch der Third International beigetreten. Katastrophe. Grüß dich, Marzipan. Dänemark möchte Truppen senden. Sehr freundlich. Ausgerechnet Dänemark mich jetzt noch unterstützt. Jetzt müssen wir hier langsam nur aufpassen, dass wir nicht eingekesselt werden. Wäre sehr unangenehm. Die bekommen von den Kolonien die ganzen Amis ihre Flugzeuge. Ich glaube, die Amis haben immer noch eigene Probleme. Ich glaube nicht, dass die Amis groß Zeit haben, Sachen zu schicken. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir Kanada, Norwegen, Irland, diese ganzen Kolonien von mir, Österreich, hier unten das ganze Zeug. Also eigentlich, unser Bündnis ist eigentlich, schau mal, wie das hier aufgeteilt ist eigentlich. Ne? Wir sind eigentlich mit relativ wenigen Nationen im Krieg vergleichsweise. So, ja, außer Russland. Russland ist halt scheiße. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es sehr kostspielig ist, das Ganze alles. Aber immerhin, unsere unnachgiebigen Angriffe hier oben haben zumindest zu kleineren Erfolgen geführt. Okay. Research Boni. Was? Mehr Rubber? Mehr Rubber ist immer gut. Und Frankreich mit der nächsten Großoffensive. Mit denen sie auch immer wieder Erfolg haben. Ja, dann selbst wenn du mal eine einzelne Provinz... Oh, Dublin ist gefallen. Da geht Irland hin. Ach, schade. Die Iren haben sich so tapfer gewehrt hier.
muss ich ihn schon lassen. Haben sie eigentlich echt gut gemacht, aber jetzt ist dann doch Feierabend mit den Irren. Mit den Irren Iren. Wir greifen weiter Russland an. Ah, wir haben auch schon ein bisschen zusammengeschlagen, die Russen. Auch hier oben die Naval Invasion, die ja da mal war. Die drängen wir auch endgültig zurück, so wie es ausschaut, langfristig. Die haben auch keine wirklichen Häfen mehr. Wenn wir es jetzt schaffen würde, das Ding hier mal zu erobern und die hier einzukesseln. Dankeschön an Dänemark für eure Unterstützung. Ich sollte mal lieber dorthin gehen. Nein, dorthin gehen. Dorthin gehen. Ich glaube, da kommen wir noch eher durch als hier. Dann kann ich die Division da einkesseln. So, jetzt mal kurz gucken, dass wir das Ding hier mal erobern. Wieso komme ich da jetzt nicht hin? Also Versorgung ist ja generell sowas von scheiße hier in der Region, ne? Viel zu viel Division. Katastrophe. Brauchen mehr Produktion. Hallo Jorim. Unser Limit sinkt. Dadurch, dass diese hässlichen Franzosen mir die ganze Zeit meine Gebiete klauen. Meine Gegenoffensive in Frankfurt starten. Mal meinen Frankfurt zurückobern. Könnt ihr da supporten? Ne, nicht so wirklich. Greifen noch von allen Ecken und Kanten an, diese Franzosen. Ne? Wie die Ratten. Ah, das hier hält noch bis heute. Das ist so unverständlich. Das steht bis heute noch. Okay, Frankfurt ist wieder unser. Mein Frankfurt im Himmel. Von meinem Frankfurt erlöse mich heute. Da haben sie aber auch die nächste. Jetzt sind wir hier kurz davor eingekesselt zu werden. Zum Glück haben wir jetzt hier noch von der anderen Armee die Front mit dabei. Das rettet mich, glaube ich, so ein bisschen, hoffe ich mal. Versorgung. Ja, da ist ein Versorgungsdepot. Das ist leider zu weit weg. Ah, da ist... Ah, Widin. Ah. Widin gibt Versorgung. Sehr, sehr gut. Das war das, was wir noch gebraucht haben jetzt. Sehr gut. Das hat unsere Versorgungsprobleme gerade gelöst. Sehr positiv. Das ist so weit weg. Nochmal Atomic Research, aber für den Forschungsboden, weil ich jetzt eh gerade keinen Bock habe, was anderes zu erforschen. Den Frankfurter Hauptbahnhof kann ich nicht rekrutieren, glaube ich, nein. Wäre aber relativ lustig. So, jetzt schauen wir mal. Mit... Wie gesagt, die haben ja Luftüberlegenheit. Das ist ja hier chillig an sich mit Luftüberlegenheit. Nur halt in unserem Heimatgebiet nicht. Hier ist ja unchillig. Aber wir haben natürlich auch keine Idioten als Soldaten. Wir haben auch keine Idioten als Feldherren, ne? Ein paar Gebiete können wir schon hin und wieder erobern. Ist jetzt nicht so, dass hier alles Krise ist. Warum können wir nicht einfach da hingehen? Danke. Weiß nicht, es ist Sonntag heute, ne? Ist heute Sonntag? Schon, ne? Die hämmern hier rum? An einem Sonntag. Wenn du nageln willst, mach's nachts mit deiner Alten, aber nicht am Sonntag in deine scheiß Wand. Opfer, Alter. Hi, Slice City, grüß dich. Also die sind übrigens alle eingekesselt fürs Protokoll, ne? Ganz nebenbei erwähnt. Die müssen wir eigentlich nur noch auslöschen. Die einzigen, die jetzt ausgelöscht wurden, sind die Iren. Die Armen. Oh, gehen die mir am Sack, Alter. Echt, diese scheiß Opfer, diese alten Menschen, Alter, ne?
Diese scheiß 80-jährigen Leute. Die meinen, sie können den ganzen, die ganze Woche machen sie nichts, weißt, aber dann am Sonntag müssen sie rumhämmern, die alten Säcke, weißt? Sonst, die leben eh nicht mehr lang, Alter. Die arbeiten noch gar nichts. Die sollen das mal unter der Woche machen und nicht am Wochenende. Ey, da krieg ich echt einen Anfall, ne? Am Sonntag müssen sie rumhämmern um 13 Uhr. So aufpassen, dass sie beim nächsten Laufen nicht verrecken. Da gehe ich jetzt nichts mehr zu. Training Exercise klingt ja erstmal ganz gut. Vor allem gibt uns das Experience. Und ich brauche Experience für alle möglichen Sachen. Was, ein paar Kroaten und Afghanen Panzerschokolade verticken an der Front? Ne, das wäre doch schon mal, das wäre doch immerhin schon mal etwas, oder nicht? Ist das traurig, ey, wir sind so schlecht einfach. So, als erstmal Riga wieder zurück in unseren Besitz bringen. Vor allem ist das jetzt hier wieder alles die United Baltic Duchy. Die nach 100 Jahren jetzt wieder existieren dürfen. Jetzt haben die den Hafen wieder erobert. Ey, das kann mir echt keiner, das glaubt mir keiner, ne? Wenn ich jemandem erzähle, dass die den Hafen jetzt zurückerobert haben, in ihrer aktuellen Versorgungssituation, dann lachen die mich aus, die Leute. Das glaubt mir keiner. Ohne Versorgung. Übrigens haben wir hier eine Naval Invasion am Bienen, ganz nebenbei gesagt. Ich habe zwar befohlen, dass sie die Häfen verteidigen, aber gegen eine Naval Invasion so fett, war hier scheinbar kein Kraut gewachsen. Natürlich jetzt etwas unangenehm. Für meinen Geschmack. Moskau ist gefallen, oh. Können wir Frieden schließen mit Russland? Ich meine, ihr seht ja alles geskriptet, wie wir schon mitbekommen haben. Indo-Chinese Union sends Peace. Okay. Frieden ist gut. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. Aber generell gucken, dass wir Frieden schließen, ist eine schöne Sache. Das haben die uns hier sogar eingekesselt. Wow. Sehr schön. Ihr hier. Ihr habt kurz einen neuen Auftrag. Nämlich unseren Arsch hier retten. Irgendwie. Bereit zum Ausrücken. Oh, das ist nice. Minus 15% Supply. Ihre Befehle. Aber ich finde zumindest mal ganz gut, dass wir in Russland nennenswerte Erfolge verzeichnen. Gehen mal hier hin. Jetzt habe ich doch letztes Mal schon versucht anzugreifen. Wieso hat das wieder nicht funktioniert jetzt? Verstehe, wer will. Aber ich weiß auch nicht, warum wir schon so eine große Front haben. Mit Rumänien und so. So, soll ich mal, dass das hier die untereinander regeln? Wenn ich mich da zurückziehe, müssten die mehr Versorgung haben. Hi, Zenos, grüß dich. Aber es ist ja positiv zu sehen, dass Russland auf alle Fälle gut auf die Schnauze bekommt. Die Indo-Chinese haben halt den Krieg gewonnen, ja. Konnte man nichts dran ändern. Manchmal muss man halt auch einfach klein beigeben. Auf der anderen Seite sehe ich hier gerade einen kleinen Fehler, den die hier begehen. Wobei, die haben noch Lübeck. Aber trotz allem haben die hier nicht die Truppen, um die Naval Invasion zu sustainen. Also aufrecht zu halten. Das müssen wir gucken, dass wir das nutzen für uns. Gut, warum nicht? Improved Equipment Conversion ist ja auch eine gute Sache. Machen wir direkt noch das zweite hinterher. So, jetzt müsst ihr nur aufpassen, weil ich jetzt immer mehr Truppen hier reinschicke, meine britischen Freunde. Und mit den Jungs müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir Kiel halten. Der Rest ist mir eigentlich wurscht. Solange wir Kiel halten und Lübeck erobern lang... Oh, das ist nicht gut. Dürfen auf keinen Fall Kiel verlieren. Nein, nicht in den Hafen. Davor wollte ich eigentlich hin.
bisschen Seeunterstützung geben, if possible. Wenn die Kiel erobern, haben wir ein Problemchen. Das würde ich hier gerne vermeiden jetzt hier. Ah, viele britische Truppen. Aber Kiel, ne, Kiel fällt. Ah, es ist unglaublich. Wie viele Truppen die Briten auch gleich reinschmeißen können. All das, weil die Naval Invasion meine Verteidigungsanlagen überlaufen hat. Ganz, ganz tolli. Bertolli. So, zweites großes Problem. Mein, ich kämpfe hier für Österreich. Ich kämpfe hier für meine ganzen Untertanen. Aber nebenbei, keiner kämpft für mich. So. Finden Sie die Lösung für das Problem? Gibt's nicht. Was ist das jetzt hier? Was macht ihr denn? Hä, was machen die denn? Hä? Was ist denn ihr Auftrag? Hä, was machen die? Ich habe denen nie den Angriffsbefehl gegeben. Der Angriffsbefehl läuft nur für die anderen. Ich bin etwas verwirrt. Muss ich gestehen. Was die da treiben. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Was das jetzt gerade war. Aber gut, egal. Ja, wenn es so weitergeht, müssen wir uns aus Russland zurückziehen. Wir gewinnen gegen Russland. Verlieren aber den Krieg. Ja, den habe ich auf aggressiv. Ja, ja, klar. Das ist korrekt. Den habe ich aus einem einzigen Grund auf aggressiv. Damit der nämlich hier in Russland weitermacht. Aber die dürfen nicht angreifen. Solange die keinen Befehl haben, dürfen die nicht angreifen. Auch wenn es auf aggressiv ist, ist scheißegal. So, übrigens der nächste Naval Invasion. Aber ich hoffe, dass die nochmal zurückgestoßen wird. Alter. Die haben 50 Divisionen. Mit diesen 50 Divisionen sind die komplett bei mir gelandet und machen mich kalt. Wir machen jetzt mal eine Panikoffensive. Was sind die eigentlich? Ach, ich habe noch mehr? Ne, das sind schon die, ne? Und wo ist denn der? Ach, der ist da unten. Ach so. Wir greifen jetzt einfach mal mit allen Truppen an. Sozusagen Operation letzte Rettung. Weil ansonsten war es das jetzt sowieso. Die KI ist... Ich weiß nicht, habe ich auf Elite gestellt? Ne, keine Ahnung. Operation wild um sich schlagen, ja. Ja, schau mal, es hat sie sogar geklappt in einer Provinz. Rest in Pepperoni. Deutsches Kaiserreich. Zumindest in Russland haben wir fast gewonnen. Serbien. Auch so ein Wunder. Mit den Serben. Dass sie wirklich so krass lange standgehalten haben. Muss schon respektieren. Mein Manpower sind wir eigentlich stärker. Fabrikentechnisch sind wir eigentlich auch stärker. Aber trotz allem schaffen es die Briten und die Franzosen uns kalt zu machen, ja. Krass. Und das liegt einzig und allein an dieser völlig unrealistischen Luftüberlegenheit. Und das, da bleibe ich dabei, das ist völlig unrealistisch, weil ich... Ich finde das halt irgendwie echt ein Witz, dass die Briten in der Lage sind, da echt so viel Luftüberlegenheit rauszupumpen in so kurzer Zeit. Mit weniger von der Logik her produzieren die Briten eigentlich nur Flugzeuge. Wisst ihr, weil du kannst nicht du kannst nicht mit 80 Fabriken, also die hatten nicht, die haben 60 Fabriken, die haben die Fabriken von mir jetzt übernommen. Aber du kannst nicht mit 60 Fabriken so viel Flugzeuge produzieren, wie die produzieren den ganzen Tag. Völlig unrealistisch. Es sind Kommunisten, Briten, dein Flieger ist auch mein Flieger. Die nutzen eigentlich nur Privatflieger mit einer Pistole. Übrigens, unsere Truppen hier sind jetzt natürlich zurückgepusht worden durch die Offensive.
Hallo? Hallo? Also Russland würde früher oder später fallen. So viel, das ist das einzig Positive, was ich sagen kann. Russland würde auf alle Fälle fallen irgendwann mal. Ich werde von überall überrannt. Das ist wurscht. Der Zug ist abgefahren. So realistisch kann man schon sein, jetzt um das zu sagen, dass die Briten mit 40, 50 Divisionen da Naval Invasion machen, da Naval Invasion machen, da Naval Invasion machen, da unterstützen. Und vor allem mit ihren Truppen alles kalt machen. Das ist ja das Allerfaszinierendste.